Willkommen zu einer neuen Episode aus Doc Schneiches Mathestunde mit unserer lieben Jule, unserer Begleiterin. Heute kommt ein Thema, das oft bis in die höheren Jahrgangsstufen falsch gemacht wird, das Auflösen von Klammern, speziell wenn ein Minus vor der Klammer steht. Schauen wir uns erstmal das wesentlich einfache Problem an, Auflösen einer Plusklammer. Warum Plusklammer? Taucht eine Klammer auf. Wichtig ist immer, eine Plus- oder Minusklammer ist nach dem Zeichen, das vor der ersten Klammer steht, benannt. Steht da ein Plus vor der Klammer, ist es furchtbar einfach, dann kann man die Klammer nämlich weglassen. Die ist überflüssig. Ich lasse einfach die Klammer weg und dann steht hier eigentlich ein Plus davor, weil gar nichts davor steht. Plus 2y minus 7x. Das ist immer der erste Schritt. Macht es in Teilschritten, lasst die Klammer weg, tut die einfach hier wegradieren gedanklich. Steht hier ein Minus, müsst ihr auch das Plus hier wegnehmen, dann bleibt einfach der Inhalt der Klammer hier stehen. Jetzt können wir noch zusammenfassen, das x soll 6 geht, 3 minus 7 gibt minus 4x und minus 4y plus 2y gibt minus 2y. Wir haben die erste Merkregel. Plusklammern sind ganz einfach zu behandeln. Man lässt die Klammer und das Pluszeichen weg. Wenn hier nichts vor dem Zweier steht, steht hier auch ein Plus. Ein paar Beispiele dazu. Hier nochmal das Plus vor der Klammer. Tut es am Anfang vielleicht ein bisschen kennzeichnen. Macht es farbig. Dann kann man das Plus jetzt weglassen, die Plusklammer. Vorsicht, jetzt bleibt aber, wenn da ein Minus davor steht, das hier stehen. Wir nehmen praktisch das Plus und die Klammer weg. Dann sieht es so aus. Jo. Jetzt müssen wir rechnen. 3x plus 7,5, das gibt natürlich 10,5x. Und jetzt zweimal Minus, da muss man minus 4, minus 0,2. Die beiden Minusglieder muss man zusammenzählen dann. Es bleibt aber negativ. Das wäre das Ergebnis. Schaffen wir noch ein schwereres Beispiel. Schauen wir uns das an. Da treten jetzt erstens Brüche auf. Und zwei Klammern. Ja, lassen wir halt die erste weg, lassen wir die zweite weg, machen das so. Beide Klammern sind jetzt, die Plusklammern weggelassen. Jetzt muss man dreimal zusammen addieren. 3x minus 7x ist minus 4x. Und hier machen wir es uns einfach. 2 Fünftel ist 0,4. Dann haben wir jetzt minus 4x minus 0,4x. Und das wären minus 4,4x. Und da hinten auf die minus 1,25y kommt man, indem man hier die beiden verrechnet. Das sind minus 2y und das rechnen wir um in plus 0,75. Minus 2 plus 0,75 ist minus 1,25y. Wenn das zu schnell ging, schreibt dir ruhig die Rechnung auf und versucht sie nochmal in Ruhe so nachzurechnen. Schwieriger sind jetzt die Minusklammer. Wie handelt man die? Erstmal schauen wir, warum ist es eine Minusklammer? Vor der Klammer steht ein Minus. Jetzt kann man auch das weglassen, das Minus mit der Klammer, aber man muss alles, was in der Klammer steht, die Vorzeichen umdrehen. Das sieht dann so aus, lassen wir die Klammer und das Minus vorne weg. Hier stünde jetzt, weil gar nichts steht, ein Plus, aus plus 2, 1y wird minus 2,1y und da das auch noch in der Klammer steht, müssen wir hier auch das Vorzeichen drehen. Wir haben hier aus dem minus 7x wird ein plus 7x. Ich habe die veränderten Vorzeichen, die hier muss man umdrehen. Man darf also nicht nur die Klammer weglassen, man muss auch diese Vorzeichen hier ändern. Ja, jetzt der Rest ist wie gehabt, das gibt hier plus 4x. Und die beiden verrechnet gibt plus 1,9y. Der Term wird jetzt erheblich übersichtlicher durch dieses blöde Weglassen der Klammer. Bisher konnte man es drücken, wo hier praktisch keine Variablen standen. Da konnte man nämlich die Klammer vorher ausrechnen. Das geht jetzt nicht mehr. Wir müssen irgendeine Regel finden, wie wir diese Klammer geschickt auflösen. Dann können wir nämlich nach dem Auflösen hier die x-Glieder zusammenfassen und die y-Glieder. Schauen wir uns mal das an. Das ist also die Regel. Auch hier lässt man die Klammer weg, aber alle Vorzeichen innerhalb der Klammer bleiben.
gedreht. Das ist eben ganz wichtig. Schauen wir uns mal an, wenn hier drinnen auch noch ein negatives Vorzeichen vorkommt. Nach Weglassen der Minusklammer sieht es so aus. Der da aus minus 2,1 wird plus 2,1b, aus minus 7a wird plus 7a. Ja, dann bleibt hier übrig 3,25. Das ist nämlich, ich verrechne die minus 3,75 mit dem plus 7, macht so viel a. Wenn wir davon die 2,5b abziehen, haben wir minus 0,4b. Das war's auch schon. Unsere Jule hat hier noch eine Botschaft. Vorsicht bei Minusklammern. Drehe die Vorzeichen innerhalb der Klammer alle um. Und zwar nicht nur den ersten hier, sondern auch den zweiten. Ja, und weil wir hier am Ende sind, singen wir nochmal unser schönes Lied. Was hat unsere liebe Jule immer Schönes gesungen? Komm doch hinein in Doc Schneichis Schule, da lernst du rechnen mit der Mathe Jule. So, das war's aber jetzt. Zu viel will ich nicht singen, sonst singe ich hier wieder mal ganze Klassenzimmer leer. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.